Professor Richter, was bringen Sie uns in diesem Semester bei? Was sagt hier die Hochschule? Ja, ganz einfach, gucken Sie in die Modulbeschreibung rein und das ist bei dieser Nummer hier die L632, die Sie in Modulux finden. Das heißt, in der Fakultät Landbau, Umwelt und Chemie werden wir ein Semester und zwar unter mit Zusammenarbeit mit Professor Fock werden wir das Agrar- und Wirtschaftsrecht hier besprechen mit insgesamt 5 Credits, wobei mein Teil hier 2,5 Credits sind für Vertragsrecht und das heißt 75 Workload-Stunden haben wir hier und Lehrveranstaltung 2 SWS, wobei ich durchaus jede Woche gerne zur Verfügung stehe. Das heißt, je nachdem, wie das in Ihrem Stundenplan möglich ist, seien Sie einfach dort. Die schriftliche Prüfung haben wir 90 Minuten, das heißt, auf meinen Teil entfallen 45 Minuten und die Wichtung ist 100%. Wir werden hier also interaktive Vorlesungen auch haben, gerade hier über diese ganzen Videos, die ich Ihnen zur Verfügung stelle. Bitte schauen Sie sich die anderen Videos dazu an. Es geht hier auch um Bearbeitung von Fallstudien und Fallbeispielen und das werden wir also auch hier üben. Vertragsrecht geht es unter anderem um mein Buch, das Vertragsrecht Grundlagen des Wirtschaftsrechts, das Sie im Internet finden, beziehungsweise das Sie finden in der Bibliothek als Printbuch. Hier, so können Sie das haben, beziehungsweise dann als E-Book über die Bibliothek. Sie werden hier Grundkenntnisse für das wichtige Rechtsgebiet der Verträge bei sich bekommen und dadurch auch in der Lage sein, mit Juristen und Steuerberatern berufen, dann Verträge sozusagen zu besprechen, aber auch mit Kunden das zu besprechen. Genau, ich empfehle Ihnen hier ein paar Grundkenntnisse. Ansonsten haben wir hier Vertragsrecht, brauchen wir keine Gesetze. Dann Literatur ist, wie gesagt, mein Buch, das ich extra dafür geschrieben habe. Und dann kriegen Sie auch noch entsprechend hier einen Link, und zwar der Link ist im Vertragsrecht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und damit schauen Sie sich bitte die anderen Videos noch an.